Was wir aus dem Regal im Supermarkt nehmen, ist immer frisch. Was wir im Internet bestellen, wird auch in nur wenigen Tagen vor die Haustüre geliefert. Für uns eine Selbstverständlichkeit. 70 Kilo Güter des täglichen Bedarfs werden für einen Einwohner tagtäglich mit dem LKW transportiert. Also wenn man davon ausgeht, dass Oberösterreich das Export- und Industriebundesland Nummer 1 ist, wenn man das sieht, dass 25% aller Warenexporte aus unserem Bundesland rausgehen, dann braucht man dazu auch Unternehmen, die diese Produkte auch transportieren. Nachdem wir Gott sei Dank in Oberösterreich ein großer Produktionsstandort sind, und das wollen wir auch bleiben, ist das Transportieren der Güter für uns eine wesentliche Säule, damit wir auch so ein beschäftigungsintensives Bundesland bleiben können. LKWs im Verkehr werden jedoch noch immer als Belastung und notwendiges Übel gesehen, zumindest für die Autofahrer. Sie sind laut, stinken und belasten zudem die Umwelt, so die Meinung vieler. In den letzten Jahren hat sich der LKW durch moderne Technologien zu einem umweltfreundlichen Transportmittel gewandelt. 90% aller Transporte finden im Umkreis von weniger als 100 Kilometern statt. Der LKW hat ja in den letzten 25 Jahren die Emission, die Ausstoß und auch die Partikel und CO2 ist ja nur mehr 2, 3 bis 4%, was damals gewesen ist. Und auch sämtliche PKWs sind schlechter gestellt als die heutigen LKWs. Tempo 60 für LKWs in der Nacht. Das stammt noch aus der Zeit, wo LKWs deutlich höhere Emissionen hatten als heute. Damit muss Schluss sein, so der Fachgruppenobmann der oberösterreichischen Transporteure. Ein Verkehrshindernis schon dasgleichen, weil nämlich der PKW, der nähert hinten mit 130, 140 und unser LKW fährt nur 60, das wäre eine Differenzgeschwindigkeit von mindestens 70, 80 km/h. Der LKW, ein Friend on the Road. Die Wichtigkeit der oberösterreichischen Transporteure wurde im Rahmen des Linzer Stadtfestes von der Wirtschaftskammer Oberösterreich gezeigt. Und wir sind auch heute in der Lage, im Gegensatz zu vor 50 Jahren, dass wir diesen Verkehr auch im Einklang mit der Umwelt bewältigen, wenn man an die lärmschwachen, an die abgasschwachen LKWs denkt. 13.000 LKWs gibt es in Oberösterreich. 2.000 Unternehmen beschäftigen 25.000 Mitarbeiter in der heimischen Transportbranche.